Wir haben hier in Hamburg eine Verkehrsablaufsteuerung. Das heißt, wir wissen ganz genau, welche Seeschiffe kommen, wie lange wollen die hier bleiben, wann wollen die wieder weg. Das Ganze wird durch uns in der Ablaufsteuerung reingenommen, sodass wir jedem Schiff genaue Vorgaben machen, wann er wo sein muss. Das ist sowohl die Passage die Elbe rauf als auch Elbe runter. Und damit stellen wir sicher, dass sich Begegnungen, die nicht möglich sind oder wo in Bereichen, wo Schiffe sich nicht überholen können, dass solche Dinge dann auch wirklich nicht vorkommen. Wir haben die Situation aus der Vergangenheit oder in den letzten Jahren, dass die Schiffe immer größer und größer, länger, breiter und auch höher werden. So, da müssen wir uns natürlich angucken, wenn jetzt so eine neue Schiffsklasse auf uns zuläuft, wie gehen wir damit um? Es läuft eigentlich so, der Reeder, meinetwegen aus China, kommt auf uns zu, hey, ich habe vor, mir solche Schiffe zu bestellen. Dann lassen wir uns von dem die entsprechenden Schiffsdaten geben. Und das sind jetzt nicht nur Länge, Breite, Tiefgang, sondern das sind so ungefähr auf 30 Seiten sehr viele Parameter dieses Schiffes, was der plant. Daraus bauen wir ein virtuelles Modell. Allein die Entwicklung eines solchen Modells dauert ungefähr 6 Wochen. Und danach gehen Sie mit diesem Modell in einen Schiffsführungssimulator. Das heißt, da sind mathematische Modelle für die Strömung, da ist ein Sichtmodell, da sind Windmodelle, wo also quasi digital der Hafen nachgebaut worden ist. Und da gehen Sie mit diesem Modell rein und fahren dort erst exakt ab, unter welchen Bedingungen kann man denn dieses Schiff das Einlaufen in den Hamburger Hafen gewähren. Das spielt eine große Rolle, dass wir natürlich von den vorherigen kleineren Modellen wissen, unter welchen Bedingungen kriegen wir das. Und dann wird erarbeitet, unter wie kriegen wir die neuen hin. Und dann werden auch nochmal die Lotsen, die ja die Beratung der Kapitäne machen, werden nochmal gesondert auch im Simulator geschult auf diese neue Schiffsklasse. Und wenn dann das Schiff das erste Mal kommt, dann haben Sie da Leute in der Verkehrsleitstelle, die in der Simulation das durchgefahren haben. Sie haben Lotsen, die in der Simulation das schon durchgefahren haben. Und dann werden diese ersten wirklichen realen Anläufe, werden dann natürlich auch mit der Simulation wieder verglichen, um festzustellen, wo da Differenzen sind. Und sollte es sein, dass wir eigentlich zu gesagt haben, pass mal auf, die sind doch schwieriger zu manövrieren, würden wir die Restriktionen hochfahren. Oder wenn wir sagen, die sind doch einfacher zu manövrieren, das stellt sich in der Praxis einfacher dar als in der Simulation, dann kann man natürlich auch nach einem angemessenen Erfahrungszeitraum die Restriktionen gleich runterfahren. Und wir sind also bestrebt, und das machen wir eigentlich auch, dass wir das Manövrierverhalten der Schiffe im Simulator eher in Anführungszeichen leicht schlechter machen, als wir es eigentlich in der Praxis erwarten. Das heißt, wir gehen bei den Daten, die in der Auswertung, konservativ davon aus. Sie können immer sagen, naja gut, das würde eigentlich bedeuten, diese und jene Verbesserung. Und damit kann ich dieses und jenes an dem Modell ändern, dass wir da sehr konservativ mit umgehen, dass wir eigentlich immer feststellen, dass in der Praxis die Schiffe sich, wenn sie dann wirklich da sind, eigentlich noch eher leichter manövrieren lassen, als wir es im Simulator haben. Aber das ist für uns dann auch nochmal so ein Faktor Sicherheit, dass wir wissen, ich will nicht sagen pessimistisch, aber eher konservativ davon aus. Gut, die haben jetzt das und das gemacht. Die erzählen uns, das hat diese riesen Auswirkungen und davon berücksichtigen wir jetzt mal so viel und das gucken wir uns dann erstmal an. So, das ist natürlich, weil wir hier nicht so nach Trial and Error verfahren. Also 10 Schiffe dieser Klasse haben das in den Hafen angelaufen. Bei 9 war das erfolgreich, tolle Quote. Man hat immer Phasen, die man in einem Leben durchlebt. Das heißt, ich bin mit meinen 14 Jahren Seefahrzeit, ich bin eigentlich überall gewesen. Und dann ist eine nächste Phase gekommen, wo ich gesagt habe, ich arbeite im Hafen. Und jetzt ist die Phase, wo ich in der Hafenverwaltung tätig bin. Und mein Vorteil ist eben, dass ich zwar nicht täglich auf Schiffen bin, aber ständig mit Schiffen zu tun habe. Und wenn besondere Schiffe den Hafen anlaufen, wenn wir besondere Manöver haben, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, dass ich dann auch selber mit an Bord bin. Und das ist diese Vielfältigkeit, dass man nicht mehr nur in Anführungszeichen auf einem Schiff ist, sondern dass man plötzlich mit sehr vielen Schiffen zu tun hat. Das macht eigentlich auch den Reiz hier aus.
Eigentlich jetzt, ich muss jetzt immer so, wenn ich so ein Kopfkino laufen lasse, ist das eine intensive Geschichte. Weil wenn Sie, ich bin, wie jetzt gesagt habe, ich bin lange zur See gefahren. Und wenn Sie zur See fahren, dann ist man sich auch immer der damit verbundenen Gefahren bewusst. Genauso, wenn Sie mit dem Auto fahren, dann wissen Sie, Sie können eine Panne haben oder es kann Ihnen mal was passieren. Und dann ist eigentlich schnell, sind dort Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr oder was auch immer da. So, und dann haben Sie auch immer im Kopf, auch international natürlich, dass wenn Ihnen irgendetwas passiert, wird jemand krank, hat jemand einen Unfall oder eben wirklich, dass Sie eine Havarie haben an der Küste, dass da auch Leute sind, die Ihnen einem helfen. Und von daher unterstützen wir dann auch, wo immer es geht, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, weil wir das für eine ganz wichtige Aufgabe ansehen, die dort ausgeführt wird.